So, will ich mal unseren Spatz tanken. Bis ich so einen Spatz so dazu bekomme, dass er so aus der Hand frisst, habe ich das am Anfang so gemacht, dass ich Piepsgeräusche von mir gegeben habe, die sich so ähnlich anhören, wie der Spatz jetzt von selber gibt. Und ja, da hat das dann auch angefangen zu kapieren, dass von der Hand nichts Böses kommt. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, ob der Spatz auch was zu trinken braucht. Ja, ups, da ist einer runtergefallen. Die macht gerade ab. Ich zeige euch gleich, wie das geht mit dem Trinken. Oh, das ist aber auch gut. Jetzt hat die Schnauze voll, von dem. Oh, Vorsicht, Kumpel. Pieps, aufpassen. Ja. Kein Bock mehr? Trinken gibt ihr hier mit so einer Pipette. Die hat jeder Polizist eures Vertrauens bei sich. Ich habe das gestern erworben bei einem Verkehrskontrolle. Ich musste meine Urinprobe abgeben wegen Drogentest. Und wenn ihr Wasser gebt, nur hier auf die Seite vom Schnabel. Und wenn sie Durst haben, machen sie dann das Maul auf. Seht ihr? Aber aufpassen, nicht vorne auf die Nasenlöcher. Und auch nicht in den offenen Hals rein, dann ersticken sie. Jo.